So, hallo Jäger, wir sind jetzt extra nach Frankreich gefahren und sind hier bei Vernet-Caron in Saint-Étienne und wollen extra die 308 testen. Die haben wir jetzt hier in Auftrag gegeben, ja. Die haben wir hier jetzt bekommen und die werden wir jetzt probeschießen hier nochmal richtig. Die 308 hat einen 47 cm Lauf und ich werde jetzt auch hier noch einen Schalldämpfer montieren, dass wir hier das optimale Drückjagd-Setup haben für Deutschland für die Drückjagden. So. Dann mach mal handwarm. So sieht das Ding dann aus mit Schalldämpfer. Also ganz kompakt, sehr leicht. Bei der Waffe wurde der Abzug auch nochmal überarbeitet. Der hat also ein bisschen Vorweg und hat so ein Abzugsgewicht von, ich schätze mal so 1300 Gramm in etwa. Und jetzt werden wir hier mal ein paar Schüsse rauslassen. Wir haben jetzt hier ein 5-Schuss-Magazin und das Gute an dem Inline-Repetierer ist, wir haben 6 Schuss immer zur Verfügung. Lade ich eine rein. Ja. So, und dann mache ich die zu, lad nach, zack, und habe 6 Schuss zur Verfügung. Ja, die Sicherung ist hier und ich hau einfach mal 6 Stück raus jetzt hintereinander. Also das sind die ersten Schüsse mit der 308 und Schalldämpfer. Das waren 6. Letzter Schuss lässt natürlich auf. Magazin raus, nächste rein, wieder 5 Schuss. Weiter geht's. So. Ah, der Schalldämpfer. Der Lauf ist nicht mal so heiß, aber der Schalldämpfer, der burnt schon ein bisschen. Also ein bisschen abkühlen lassen. Und dann geht's gleich weiter mit der nächsten Runde. Zweite Runde. Ich werde nochmal 6 Schuss machen. Die Waffe ist ein bisschen abgekühlt. Also eins kann ich sagen, die Waffe, die schießt sich also wirklich regelrecht butterweich. Also genau das Richtige für die Drückjagd. Dann mache ich nochmal 6 Schuss. Oh, da waren schon wieder 6. So schnell geht das. Also auf, Magazin wechseln, nächste rein. Schießt sich richtig, richtig gut. Also ich glaube, optimaler geht es nicht für die Drückjagd. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Die nehmen wir direkt mit nach Hause. Ne? Sehr geil, sehr geil. Also richtig gut.